Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic mit dem Malte von Team Chevy. Und dem Pixelspaß. Und Pixelspaß. Ja. Ja, gucken wir doch mal, was auf mich hier wartet. Nur der Tod. Ja, befürchte es. Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Ja, mit seiner Stimme. Ich dachte, das ist eine Frau, die dich anspricht. Tut mir leid, dass es so enden muss. Ist eine Uns Frau. Gefällt das auch das nicht besser als euch. Zumindest nicht klingt viel zumindest besser. So. Ja. Das klingt verdächtig nach einer Drohung. Was habe ich euch denn getan? Tut mir leid, meine Liebe. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Harkun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Wenn ihr mich töten wollt, versucht es endlich. Es tut mir leid. Wirklich. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt. Ja, dann machen wir das. Lol, du hast nicht etwas tot. Ja, zwei Schläge. Easy. Jo. Und nochmal zu meinem Typ. Ja, ich muss auch zu Wett. Also ins Gefängnis. Ja. Sieh an, endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Was bedeutet, dass nur noch du und Fawn übrig seid? Apropos Fawn, er scheint auffällig abwesend zu sein. Träum weiter. Du hast so lange gebraucht, dass ich ihn weggeschickt habe. Bleib nur an dir. Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Naga Sados Grab holen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an sie heran. Verstanden? Ja. Was ist so besonders an dieser Karte? Lord Zesh will sie. Oh. Eine Sache noch. Du wirst mit Fawn um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Zeshs neuer Schüler. Der andere wird sterben. Und da Fawn bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Zesh, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Zesh. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fawn? Er hat seine Prüfung schon frühzeitig beendet und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Oh oh, Fawn steckt in Schwierigkeiten. Es ist zu spät. Fawn ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Diese Stäbe sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich. Immer vorsichtig. Ich bin noch keiner Gefahr begegnet, der ich nicht gewachsen war. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind. Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Zesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. Danke, Dön. Ja. Ja, jetzt nochmal durch zum Gefängnis laufen. Ja.
Und dann, bevor wir rübergehen, nochmal hoch ausbilden, weil dann kann ich meine Heilsprüche. Oh, nice. Also nicht, dass wir es brauchen, aber... Sollte nicht. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann, Sklavin. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Barras geschult werdet. Hm. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Sieh es als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Kerkermeister, ich glaube, sie hat noch nicht genug. Einverstanden. Noch einer für den Weg. Ah! Genug! Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun. Damit eines klar ist, ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Testen wir mal diese höhere Einstellung. Ah, okay, das ist schlimmer. Aufhören! Du musst es aber auch übertreiben. Ich werde euch zu den Zugangspunkten im Grab führen und dann die Geheimtür öffnen. Geht einfach vor. Er hat gestreicht, was Arbeiten im Haushalt angeht. Ja. Bin ich dein... Naja. Persönlicher Sklave ist sie nicht. Ich sehe das genauso. Sie hat recht. Findest du ganz hübsch. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Ach, wir wollten ja hochgehen eigentlich, ne? Zum Ausbilden, aber jetzt schon wieder vergessen. Ich oder bist du ausbilden? Kram, ja. Achso, okay. Warte, jetzt muss ich noch gucken, was das war. Brauche ich. Das ist mein Area-Schaden. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin auf dem Weg! So, also jetzt zum letzten Grab scheinen wir, oder zu einem weiteren Grab, weil sonst... Das Ganze hier besteht auch nur aus Gräbern irgendwie, ne? Ja. Irgendwie schon. War ja noch einer. Sehen wir den dritten nicht. Ganz wie ich es in Erinnerung hatte. Nice. Muss hier eben Statue aktivieren. Ja. Aktivieren. So. Ich muss hier drüben rein. Naja, wir müssen mal, gehen mal links rum. Ja.
Aber wie viele konkurrierende Alkoholiken-Blüten es plötzlich gibt, ne? Dafür, dass eigentlich alle tot waren eben. Wie wir jetzt auch einfach schon durch sind mit allem. So. Du darfst dir die Stäbchen reinstecken und ich darf die Statuen aktivieren. Hier auch wieder einen aktivieren. Kämpf du mal, ich loote nur. Ist in Ordnung. Soll ich den nächsten gebrauchen? Vorne müssen wir auch wieder links lang. Ah ne, ich denke immer, dass man da links lang gehen kann, aber kann man ja nicht. Nee. Ich muss nur einmal nach links, aber genau. Gehen hier nicht alleine rein, die haben immer diese Handlanger dabei. Naja, voll peinlich, oder? Ich glaube nicht, dass das im Sinne ihrer Meister ist. Ja, eigentlich sollten sie es alleine schaffen, ne? Ja. Oder mächtig genug alleine zu sein. Schaffen. Oh, ich hab was in den Ruinen gepult. So, und jetzt zum letzten Stab von dir. Gut. Müssen wir die clearen eigentlich, oder? Nee, wenn ich rankomme, nicht. Oh. So viel dazu. Genau. Wir machen es einfach. Also ich mach's einfach. Sehr gut. Thank you.
Man sollte meinen, dass deren Servomotoren schon jahrhundertelang eingetrocknet sind, oder? Ja. Da ist es! Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Dein bester Freund. Ja. Lass dir Zeit, Sklavin. Es reicht, wenn du den Eingang gefunden hast, sobald ich mit deinem neuen Meister fertig bin. Oh, gut. Wir haben uns schon einsam gefühlt. Und wer kommt da vorbei? Mein alter Freund Vemrin. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Okay. Bist du einverstanden mit dir? Ja, ich war relativ low. Hast du mal einen Heal für mich? Nee, warte. Ja, sorry. Ich bin... Bleib liegen. Naja. Weil ich bin relativ mit einem Drittel Leben hier reingegangen. Und ich habe nicht drauf geachtet, das hätte ich gleich ausgewählt natürlich. Naja. Das ist ja echt heftig. Er macht halt schon. Aber. Voller AP. Hätte ich ihn auch geholt, aber. Ach, jetzt machst du falschen Schaden, ey. So, ich heb dich auf. Mhm. Ja, das war Fail von mir. So, Vemrin, ich bin nicht gestorben. Das ist aber jetzt mal. Es war meine Bestimmung, Baras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden? Nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Ja. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nahe. Alle Achtung! Gute Arbeit! Freut mich, dass ich dich beeindrucken konnte. Der geheime Eingang ist gleich hier. Ja. Keine Ursache. Sehr nice. Ich begrüße die Hilfe. Es ist schön, ein Lob zu erhalten. Danke. So, bestimmt ein Bonus, Druiden zu töten, ne? Oh, ich bin schon wieder fast tot. Also immer noch fast tot. Oh, ich auch. Ja. Jetzt zum Glück noch jemand hier Druiden. Ja. Und zürnen. Oder was auch immer du machst. Hass kanalisieren. Nice. Weiter geht's. Dann auf.
Wie das Lego-Männchen in dem da. Ja. Lego-Männchen. Ich meinte zwar mehr das Schwert, aber... Oh ja. Ich auch, es jetzt schade, dass du es nicht automatisch anlegst, dass du es jetzt noch anlegen musst. Weil der Charakter hat es ja schließlich auch genommen, oder nicht? Ja, ja. Ich muss Platz in meinem Inventar schaffen, um die Belohnung anzunehmen. Hast du nicht verkauft? Kann das sein? Jetzt. Gib mir halt irgendwas. Ich muss ich doch jetzt hier auch alles annehmen können, ne? Ich habe ja jetzt was gelöscht, aber habe ich jetzt die automatisch, kriege ich den automatisch ins Inventar? Oh, gute Frage. Geh mal auf. Im Inventar ist nix, oder was? Nee. Im Inventar ist nix. Drück mal L. Da die Mission noch auf. Nein. Dann kriegst du es per Post. Ist nicht wahr! Doch. Ich habe aber auch nur 3 Briefe, ne? Also, bei mir per Post. Ja, gucken wir dann gleich. Mal jetzt erstmal die Jungs fertig hier. Überlöse Schwert! Das ist halt echt hart bitter. Ja, wirklich. Natürlich müsste er einfach noch sagen, hey, hier, du musst, hier hast du noch die Items, die jetzt aufnehmen kannst, weil du was gelöscht hast. Eigentlich ja. Komisch. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende der Folge. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei mir mit meiner Quest weitergeht, dann schaltet übermorgen wieder ein. Ja, und natürlich, nicht vergessen, schaut auf dem Kanal von Team Chevy vorbei, der ist unten verlinkt. Da spielt der Alex mit der lieben Jana zusammen, die nicht begabten Klassen. Die nicht begabten Klassen. Die nicht macht begabten Klassen, aber natürlich, weil Alex und Jana sie spielen, sind es auch die nicht begabten Klassen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.